Endlich hat es wieder geklappt. Das Altenmarkter Familienfest an der Enns kann auch wirklich im Naherholungsgebiet an der Enns stattfinden. Nachdem es zweimal abgesagt werden musste und letztes Jahr wegen Schlechtwetters in die Festhalle verlegt wurde, gibt es heuer am Festgelände einen regelrechten Ansturm der Familien. Ein abwechslungsreiches Programm steht zur Verfügung, das von den Kindern rege genutzt wird. Da es sich um ein Familienfest handelt, ist natürlich auch etwas für die großen Kinder dabei. Es ist einfach ein Traum, an so einem schönen Sonntag so viele glückliche Gesichter zu sehen. Das ist, ja, wenn man für die Veranstaltungen zuständig ist, gibt es nichts Schöneres als wir das. Bundesheer, Polizei, Rettung und Wasserrettung kann man hautnah besichtigen. Einerseits ist Werbung für die Institutionen, wie du gesagt hast, die Polizei, fürs Bundesheer, für die Rettung und für die Wasserrettung, die sehr viel zu dem Fest beiträgt. Andererseits ist es für die Kinder natürlich spannend, einmal so Sachen zu sehen wie ein Bonsatzfahrzeug oder bei der Polizei einmal aufs Motorrad laufen sitzen, mit der Wasserrettung mit dem Boot fahren. Es ist echt, einfach eine super Geschichte. Fürs leibliche Wohl sorgt die Wasserrettung. Das Fest und auch die anderen Festivitäten, die was wir so veranstalten, ist eigentlich ein Großteil von unseren Einnahmen. Und mit denen finanzieren wir unsere großen Jugendgruppen und unsere ganzen Equipment, die was wir brauchen. Eine Aufgabe der Wasserrettung ist präventiver Natur. Die Hauptaufgabe der Wasserrettung ist, neben einem Einsatzdienst eigentlich denen Nichtschwimmern das Schwimmen beizubringen. Und wir veranstalten im Jahr ein paar Schwimmkurse. Wir versuchen den Kindergartenkindern, den Schulanfängern das Schwimmen beizubringen. Wir haben große Jugendgruppen mit über 30 Kindern und die stetig wächst, Gott sei Dank, weil das ist eigentlich unsere Zukunft. Es ist natürlich von uns, wenn den Kollegen auch, viel Arbeit dahinter, da man die Jugend schaut, dass sie was machen. Man sieht sie im Hintergrund zum Beispiel, wir haben, die müssen eingekleidet werden. Wir sind natürlich auch auf Spenden sehr froh, wenn wir was kriegen. Die Leute machen das auch und man muss mit der Jugend was machen. Meine Meinung ist, weg vom Fernseher, weg vom Handy. Ich bin bei der Wasserrettung einfach, ja, weil es Spaß macht. Und ja, es ist witzig. Wir spielen auch Spiele jedes Mal. Im Sommer machen wir eher weniger, aber es gibt auch manchmal so Einsätze, zum Beispiel an der Enns, also Übungen an der Enns. Und im Winter sind wir oft in der Therme und üben da. Wir machen den Wirt. Wir rahmen ab. Wir kellnern. Wir tragen Sachen her. Zum Beispiel die Schaufeltrage und ja. Darfst du dir das schon erklären? Ja. Und du weißt schon, wie das funktioniert? Ja. Ja, wir haben ein oder zweimal, ich bin mir aber sicher, im Jahr einen Erste-Hilfe-Kurs beim AGZ. Und ja, wir lernen auch beim Schwimmen das Abschleppen von einer anderen Person und wie man mit dem Wurfsack umgeht, falls wer einfällt in die Enns und ja. Stichwort Enns, die Wasserrettung organisiert auch Floßfahrten auf der Enns. Bei niedrigem Wasserstand eine Herausforderung, die aber von den Guides gemeistert wird. Mir hat es gut gefallen. Sie haben zwar oft gehen müssen, weil die Enns nicht so hoch war, aber es war lustig. Es war richtig cool, ja. Wir taugt gleich das, wenn das ein Familienfest ist, wo man sicher nicht Sachen ausprobieren kann, weil sonst kann man ja eigentlich nicht so schnell einmal mit so einem Boot mitfahren bei uns auf der Enns. Das finde ich voll cool, dass das aber ist, weil das ist auch voll lustig. Aber. Und schaut euch jetzt noch ein bisschen was an? Ja, jetzt haben wir zuerst Mittagessen, aber dann kann es sein, dass wir nochmal kommen. Bei der Bergrettung kann man sich im Klettern üben. Daneben gibt es noch viele weitere Stationen. Für die musikalische Umrahmung sorgen Rupert und Helly. Sie tragen zu einem gelungenen Tag beim Familienfest an der Enns bei. Ja.